Moin, hallo und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Dann, nächstes Feld ist Wertpapiere. Da kommt alles rein, wenn Sie zum Beispiel vermögenswirksame Leistungen haben und dort einen Aktienfonds-Sparplan haben, kommt der da rein. Wenn Sie jetzt über vermögenswirksame Leistungen einen Bausparvertrag haben, dann kommt der das Feld oben rein. Ja? Wenn Sie noch Prämien sparen haben sollten, wofür Sie eigentlich einen Klaps auf den Hintern brauchen, dann käme das auch oben rein. Ja? So, und dann natürlich klar, wenn Sie jetzt ein Wertpapierdepot haben mit Aktien, Kurswert. Da machen Sie ruhig Folgendes. Wenn die Kurse jetzt am 31.12. viel besser waren, dann nehmen Sie den Depotauszug. Wenn wir aber jetzt plötzlich im März, April irgendwie eine riesen Rallye haben und die Kurse nach oben schießen, nehmen Sie einen Top aktuell. Ja? Wenn wir gerade einen Crash haben, dann sollten Sie den dann trotzdem nehmen, weil nützt ja nichts, wenn dann irgendwie 30% weg sind. Wobei, weg sind die ja nie, die hat nur jemand anders. So, also alles an Wertpapieren, Investmentfonds, alles was da ist, kommt da rein mit dem entsprechenden Depotauszug, Kontoauszug. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage, einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!